Wow, ist das schön. Endlich sind die Eier abgelegt. Jetzt heißt es nur noch ausbrüten. Du, Will, was machst du gerade? Ich bin gerade mit Sam an der Wasserstelle. Der Pteranodon hat endlich seine Eier gelegt. Das ist ja super, dann können wir nur noch hoffen, dass kein anderer Saurier die Eier klaut. Am besten helfen wir mit, die Eier zu bewachen. Gute Idee, Will. Ich werde die Kamera gleich installieren. So haben wir die Pteranodon-Eier rund um die Uhr im Blick. Ich glaube, das ist ein guter Plan, Quinn. Ich habe nur gute Pläne. Aber ich muss zugeben, es ist schon einfacher, Dinosaurier-Eier zu klauen, als hier die ganze Insel abzusuchen und die riesigen Dinosaurier so zu jagen. Ja, und jetzt ist ja auch Brutzeit. Das heißt, irgendwo müssen die Dinosaurier-Eier ja versteckt sein. Kommt, lasst uns mal da drüben gucken, wo die Hängebrücke ist. Da sollte ein guter Aussichtspunkt sein. Hier sollen wir wirklich rüber, Quinn? Die Brücke, die fällt doch fast ein. Und schau mal da, da sind überall Krokodile. Ich habe nie gesagt, dass es einfach wird. Und ihr wollt doch Geld verdienen, oder nicht? Also, rauf hier auf die Brücke. Ich stehe schließlich auch schon drauf, da passiert nichts. Macht euch wegen so ein paar Krokodile in die Hose. Und ihr wollt Dinosaurier fangen, das gibt's ja gar nicht. Boah, ist doch ganz schön wackelig. Ach was, kommt weiter jetzt, wir sind fast drüben. Boah, Quinn, unter meinen Füßen bewegt sich was. Oh mein Gott, die Brücke ist eingestürzt. Da habe ich aber gerade noch mal so Glück gehabt. Siehst du, Quinn, ich hab's dir doch gesagt. Ach was, steh auf und komm weiter. So Männer, geschafft. Von hier oben haben wir eine richtig gute Aussicht. Dann wollen wir doch mal sehen, ob wir irgendwo Dinosaurier-Eier entdecken können. Okay, da sehe ich nichts. Bei denen kann ich leider auch nichts erkennen. Da, Männer, da sehe ich was. Der Flugsaurier hat 3 große Saurier-Eier in seinem Nest. Das wird kinderleicht. Wir müssen nur abwarten, bis der Dinosaurier wieder losfliegt, um was zu fressen zu holen. Dann schnappen wir uns die Eier und verschwinden so schnell wie möglich von hier. Haha, genau. Und alles, was wir dann nur noch zu tun haben, ist, die Eier auszubrüten. Und dann können wir die 3 Dinosaurier verkaufen und werden stinkreich! Ma, jetzt sitzen wir schon seit 3 Stunden hier. Ja, lange kann's nicht mehr dauern. Er muss ja irgendwann Futter holen. Hast du dich denn überhaupt schlau gemacht, Quinn? Ob der überhaupt wegfliegt und vielleicht der Partner das Futter holt? Na klar! Für wie blöd hältst du mich? Ich habe mich natürlich informiert. Aber auch eine Mutter braucht mal Pause. Aber es kann nicht mehr lange dauern. Irgendwann muss sie ja mal fressen. Und dann lässt sie ihre Eier allein. Sie fliegt davon. Seht ihr, ich hab's euch doch gesagt. Los, schnell, sammeln wir die Dinosaurier-Eier ein, bevor sie wiederkommt. So, einer von uns muss da hochklettern. John, das übernimmst du. Du kletterst da hoch und wirfst die Eier zu uns runter. Okay, Quinn. Ich bin oben. Ja, brav, Sam. Das hast du gut gemacht. Komm, wir gehen rein, da kriegst du ein Leckerchen von mir. Moment mal, was ist das? Da ist doch jemand an den Dinosaurier-Eiern. Du, Nick, komm mal sofort runter. Da ist jemand an den Dinosaurier-Eiern. Was sagst du da? Hier, schau selbst auf dem Laptop. Die Kamera zeichnet gerade auf, wie sich welche an den Dinosaurier-Eiern zu schaffen machen. Ich glaube, die wollen die klauen. Will, sofort, wir müssen hin. Sam, du bleibst hier und bewachst die Basis. Los geht's. Gut gemacht, John. So, lasst uns gehen. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass die Flugsaurier-Eier im Rucksack nicht kaputt gehen. Halt! Stehen bleiben, ihr 3! Oh Mann, da sind schon wieder diese Explorers. Los, schnell weiter ins Boot und nichts wie weg hier. Hilfe! Hilfe! Kann mir denn keiner helfen? Hilfe! Was ist los, Quinn? Brauchst du vielleicht Hilfe? Ah, lass mich! Lass mich in Ruhe! Zieh mich hoch! Was denn jetzt? In Ruhe lassen oder hochziehen? Nick, bitte! Zieh mich hoch! Die Krokodile haben mich gleich! Okay, ich helfe dir. Aber du musst mir versprechen, dass du mir die Dinosaurier-Eier wiedergibst. Nein! Auf gar keinen Fall! Sie gehören mir! Okay, wie du willst. Dann lasse ich dich einfach hier. Wenn ich die beiden Krokodile nicht kriegen, dann holt dich vielleicht die Flugsaurier-Mutter.
Nein, Nick, nein, du musst mir helfen. Ich verspreche dir, du kriegst die Eier zurück. Ja, bist du sicher? Wirklich versprochen? Kann ich dir trauen? Ja, Nick, ja, aber hol mich hier bitte hoch. Dann gib mir deine Hand. Gleich hab ich dich. So, jetzt. So, Quinn, und jetzt die Eier. Haha, das hast du dir so gedacht. Tschüss, Nick. Und Hep? Haha, Nick, mich kriegst du nicht. Nein, Quinn, du hast recht. Dich bekomme ich nicht. Aber den Rucksack mit den Eiern, den habe ich. Mann, das kann doch nicht sein. Dieses Mal hast du vielleicht gewonnen, Nick. Aber nächstes Mal, da wirst du uns nicht aufhalten können. Das sehen wir dann. Erstmal werde ich jetzt die Eier zurück zum Baum bringen. Bevor die Flugsauriermutter sich Sorgen macht. Mann, nächstes Mal kriege ich Dinosaurier. Das hast du toll gemacht, Nick. Hast du Quinn fluchen gehört? Haha, ich glaube, das hat der ganze Dschungel gehört. Komm, lass uns die Dinosaurier-Eier zurücklegen und zurück in die Basis gehen. Sam wartet sicherlich schon auf uns. Okay, schön, dass wir Quinn wieder mal daran hindern konnten, Dinosaurier zu stehlen. Wir sind schon ein tolles Team. Bis zum nächsten Abenteuer.